Dann rufe ich auf den Punkt 75. Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, hohe Bedeutung von Wissenschaft und faktenbasierter Politik in Zeiten der Corona-Pandemie 204231. 10 Minuten Redezeit. Die Kollegin Eisenhardt beginnt, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt viele Fragen, die jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns in dieser Pandemie beschäftigen. Warum und wie helfen Alltagsmasken? Sind Kinder Superspreader oder nicht? Wie verbreiten sich Aerosole? Wie wirkt ein Impfstoff? Wie und sind Langzeitfolgen von COVID-19 heilbar? Es sind Wissenschaftlerinnen, die unermüdlich versuchen, auf diese Fragen für uns alle Antworten zu finden. Und das, haben wir gerade an der Debatte eben wieder gesehen, ist unerlässlich. Denn wir brauchen Fakten, um dieser Pandemie etwas entgegenzusetzen. Wissenschaftlerinnen versuchen unermüdlich, der Öffentlichkeit in Interviews, Podcasts und in den sozialen Medien zu erklären, wie das Virus funktioniert und was es für Folgen hat. Sie erklären uns aber auch, dass wir die Bekämpfung selbst in der Hand haben, dass Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften wirklich helfen, was ein tiefer Einschnitt in die Gesellschaft ist, ist auf der anderen Seite auch eine Sternstunde in der Wissenschaftskommunikation. Sie verlangt den Wissenschaftlerinnen aber auch viel ab. Unter den Tweets der Virologen Christian Drosten und Sandra Sisek tummeln sich Corona-Leugner und Impfgegner. Wissenschaftlerinnen bekommen Druck von denen, die sich mehr Lockerungen wünschen und denen, die härtere Maßnahmen für sinnvoll halten. Es ist unsere Aufgabe als Politik, uns entschieden an die Seite der Wissenschaftlerinnen zu stellen und deutlich zu machen, Wissenschaft berät, Politik entscheidet. Die Debatte über die Maßnahmen muss politisch geführt werden. Wir tolerieren keine Beleidigungen und Angriffe gegen Wissenschaftlerinnen. Wir schätzen ihre Arbeit wert und sind dankbar für ihr Ringen um Antworten. Wir verteidigen die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit. Denn ohne Forschung hätten wir keine Antwort darauf, wie wir unsere Gesellschaft auch in der Pandemie weitestgehend offen halten können. Erst in der letzten Woche haben wir im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst eindrücklich von Ministerin Dorn gehört, wie intensiv der Austausch zwischen ihr und der Virologie in Frankfurt ist, um Lösungen zu finden, Kinos und Theater mittels Hygienekonzepten offen zu halten und wieder zu eröffnen. Wie wichtig die Erkenntnisse sind, um ein solches Öffnungskonzept zu entscheiden für die Politik. An dieser Stelle sind auch noch die Studien Safe Kids und Safe School zu erwähnen, die dasselbe Ziel verfolgen und in der Öffentlichkeit viel beachtet wurden. Wissenschaftlerinnen stellen innerhalb kürzester Zeit Studien auf die Beine, diese wichtigen Fragen für uns zu adressieren. Sie ordnen die Aussagekraft von Studien für uns ein. Dabei ändern sich die Einschätzungen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen von Tag zu Tag. Diese Dynamiken und Arbeitsweisen von Wissenschaft sind oft nicht einfach nachzuvollziehen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen ist deshalb auch Teil von Wissenschaft. Doch die Angriffe von Corona-Leugnern, Rechten und Verschwörungsideologen haben ein ganz anderes Ziel. Sie stellen die Freiheit von Wissenschaft in Frage. Und sie stellen unsere Demokratie in Frage. Es wird mit allen Mitteln versucht, Wissenschaft zu diskreditieren. Es ist keine Überraschung, dass es dieselben sind, die die Wirkung von Masken leugnen, die auch den Klimawandel leugnen. Ich darf an dieser Stelle an die Rede des Kollegen Schulz von der AfD erinnern, die er hier am 12.11. gehalten hat, in dem er ausführt, ich zitiere, dass eine Maske weder den Träger noch sein Gegenüber wirksam vor mit Viren belasteten Aerosolen schützt, jedoch häufig gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorruft. Zitat Ende. Bei der Anzweiflung wissenschaftlicher Fakten geht es aber längst nicht mehr um das Virus. Auf der Querdenker-Demo hat sich eine gefährliche Mischung an politischen Kräften zusammengebraut. Wenn Sandra Sisek twittert, ich habe kein Problem damit, mich zu irren, antwortet ihr ein User,
Ich zitiere, Lügen als Irrtum festzustellen, ist schon fail. NWO, faschistoide Gesetze und deren Unterstützer sollten sich auf etwas gefasst machen. Menschen weltweit haben sich über das Darknet mittlerweile neunstellig global mobilisiert und warten nur noch auf den Startschuss. Zitat Ende. Der Druck, der von rechts gegen Wissenschaft ausgeübt wird, wird auch in Hessen leider konkret. Ich möchte das an einem etwas kuriosen Fall aus Darmstadt verdeutlichen. Frau Abgeordnete Eisenhardt, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lichert zu? Nein. In Darmstadt demonstrieren regelmäßig direkt vor dem Hauptgebäude der TU und Corona-Leugner. Die Studierendenschaft hat einmal zu einer friedlichen Gegendemonstration aufgerufen, um sich für Wissenschaft und das Gelten wissenschaftlicher Fakten dort einzusetzen. Einem Stadtverordneten, der manchmal der AfD-Fraktion angehört, passt das nicht. Er droht mit Unterlassungsklagen, wendet sich an den Landtag und an die Rechtsaufsicht der Hochschule. Es gibt ein rechtsaufsichtliches Verfahren. Auf seinem Facebook-Profil relativiert er die Shoah. Wir müssen uns als Demokratinnen dem Druck auf Trägerinnen von Wissenschaftsfreiheit entschieden entgegenstellen. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie lassen sich diese Tendenzen erklären, das Zusammenarbeiten von Corona-Leugnern und Rechtsextremen? Auch hierauf liefert die Wissenschaft Antworten. Eine wissenschaftliche Erklärung liefert die Politikwissenschaftlerin Prof. Elvira Rosert. Sie bedient sich dem Konzept des autoritären Charakters nach Fromm und Horkheimer in ihrer Erklärung der Gemeinsamkeiten von Corona-Leugnern und Rechtsextremen. Es ist Grundsatz von Wissenschaft, dass Erkenntnisse widerlegt werden können. Es widerspricht einem autoritären Weltbild, das alles als umstößliche Wahrheit proklamiert. Professor Rosert erklärt, es folgt ein längeres Zitat, autoritär denkende Menschen fällt es schwer, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht auf sich zu beziehen. Liefern diese Erkenntnisse Sachgründe für unbequeme Wahrheiten, werden sie als Ausdruck von Macht statt von Natur umgedeutet und Wissenschaft zum Teil des autoritären Staates erklärt. Attraktiv werden im Gegenzug solche Autoritäten, die mit ihrer Beschreibung der Situation das Verhalten legitimieren, das für einen selbst am kostengünstigsten ist. Der Konflikt mit der staatlichen Macht provoziert indes die Reaktion, die dem frühkindlichen autoritären Skript folgt. Widerstand. Zitat Ende. Ich finde diese Analyse so interessant wie in ihrem Kern aufschlussreich. Aufgrund der Einschränkungen, die in der Tat für viele Menschen sehr schmerzlich sind, wird auf einem Naturereignis, das ein Virus ist, eine machtpolitische Frage gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir als Politik dem nur entgegentreten können, wenn wir die Naturgewalt des Virus verständlich erklären. Dafür brauchen wir die Fakten, die uns die Forschung liefert. Wir können in dieser Krise froh und stolz sein über starke staatliche, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Staatlich finanzierte Forschung ist auch ein wichtiger Baustein für Vertrauen der Bevölkerung. Für verlässliche Fakten und Antworten zur Bekämpfung des Virus fördern wir das Pandemienetzwerk Hessische Universitätsmedizin mit 4,35 Millionen Euro. Mein Dank gilt besonders den Mitgliedern der Steuerungsgruppe, Professor Becker, Professor Sisek, Professor Ziebe und Professor Graf, die seit Jahren zusammenarbeiten und zur Bewältigung der aktuellen Pandemie gemeinsam an Impfstoffen und Medikamenten forschen, um die bestmögliche Behandlung von Patientinnen zu ermöglichen und die Bevölkerung zu schützen. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit der Hessischen Universitätsmedizin. Forschung für globale Herausforderungen findet aber auch immer in einem globalen Kontext statt. Auch hier engagieren sich unsere Hochschulen im europäischen Forschungsnetzwerken und wir unterstützen sie, mit Hessen Horizon auch weiter europäische Forschungsanträge zu stellen. Mir ist wichtig, dies herauszustellen, weil globale Herausforderungen eben nicht alleine gelöst werden können und besonders die Europäische Union in der Forschungskooperation von entscheidender Bedeutung für Innovation ist. Medizin- und Impfstoffforschung stehen bei der Forschung natürlich im Mittelpunkt. Aber es gibt auch andere Disziplinen, die bei der Bewältigung der Pandemie wichtig sind. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu sozialen Auswirkungen, psychologischen Fragestellungen, besonders in Bezug auf Kinder und Jugendliche, die Forschung bis hin zur Medizintechnik
und digitaler Unterstützung bei der Bekämpfung der Pandemie bilden eine wichtige Grundlage für faktenbasierte politische Entscheidungen. Ich möchte mit diesem grünen Setzpunkt und unserem Antrag dafür werben, dass Politik und Wissenschaft ihren Dialog vertiefen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten als Grundlage politischer Abwägungen beibehalten und auch bei der Bewältigung anderer Herausforderungen wie der Klimakrise heranziehen, dass wir als Demokratinnen gemeinsam an der Seite von Wissenschaftlerinnen die Freiheit von Wissenschaft gegen diejenigen verteidigen, die sie angreifen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Eisenhardt. Das war eine Punktlandung. Und als Nächstes hat sich Herr Dr. Büger von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Ob das wirklich Kurt Schumacher gesagt hat, sei dahingestellt, aber ganz klar ist, Fakten sind wesentlich. Und Leugnen von Fakten, das ist ein Merkmal autoritärer Systeme. Wissen wir zum Beispiel aus dem Stalinismus Anfang der 30er Jahre, da ein gewisser Herr Lysenko behauptet, gäbe keine Gene, man könnte Pflanzen umerziehen. Die Folge waren Missernten, Hungersnöte, die wir dort in der Sowjetunion hatten. Also ganz klar ist, Politik gegen Wissenschaft geht nicht, aber Wissenschaft ersetzt auch nicht Politik. Und ich möchte deswegen mal abgrenzen, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist ein System von Aussagen, Theorien. Ergebnisse werden aufgrund einer strengen Prüfung unterzogen. Versuche haben wir z.B. aus Statistik in den Naturwissenschaften. Und sie haben Anspruch auf objektive Gültigkeit. Und was ist Politik im Vergleich dazu? Das sind, wissen wir ja alle hier, Strukturen, Prozesse zur Regelung der Angelegenheit unseres Gemeinwesens. Entscheidungen beruhen auf Macht. Und der Anspruch ist, es ist formal korrekt zustande gekommen. Und am Ende ist es Interessendurchsetzung. Und das ist, und das darf ich auch hier als Privatdozent und damit Wissenschaftler sagen, was grundsätzlich unterschiedlich ist. Und dann frage ich mich an der Stelle, was soll nun faktenbasierte Politik sein? Wenn es Politik ist, die auf Fakten achtet, dann sagen wir als Freie Demokraten, ja selbstverständlich, tun wir gerne, tun wir immer, ja natürlich, ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn es aber Politik ist, die Interessen mit Rücksicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder mit deren Nutzung besonders durchsetzen will, dann machen wir ein dickes Fragezeichen und sagen nein. Und da will ich ja sagen, vor die Klammer möchte ich einmal ziehen. Wir freuen uns, Frau Eisenhardt, wir freuen uns, dass die hessischen Hochschulen so gute Arbeit leisten. Da sind wir uns ja auch an der Stelle einig. Auch so gute Arbeit, wie das in dem Antrag steht. Und wir freuen uns immer, wenn und auch oft, dass wir gute Fakten bekommen. Aber klar ist bitte schön auch, was heute Stand der Wissenschaft ist, kann morgen überholt sein. Und Wissenschaft lebt von Skepsis. Skepsis sollte deshalb auch für den Umgang mit Wissenschaft gelten. Und, meine Damen und Herren, warum greift Politik dann so gerne auf Wissenschaft zurück? Da habe ich einen interessanten Aufsatz gefunden von Jürgen Zöllner. Der Herr Sozialdemokrat war 20 Jahre lang Minister, zuletzt Minister, Wissenschaftsminister im Land Berlin. Und er hat Anfang dieses Jahres, noch kurz vor der Pandemie, einen, wie ich finde, bemerkenswerten Aufsatz geschrieben, aus dem ich zitieren möchte. Er schreibt da drin, Politik ist Interessenvertretung und Interessenausgleich. Ihre Königsdisziplin ist die hohe Kunst des Kompromisses. Und weiter sagt Zöllner, wo Politik schwächelt, wird gern die Wissenschaft bemüht. Hat man nicht die Kraft zum Kompromiss oder fehlt die Überzeugungskraft der eigenen Argumente, erliegt Politik leicht der Versuchung, sich eine wissenschaftliche Stellungnahme zu suchen, um vermeintliche Sachzwänge zu erzeugen. Das Problem ist, wer faktenbasierte Politik ruft, der meint oft, meine Politik möchte ich nicht mehr diskutieren, Prinzip basta so, und das darf es nicht sein. Das darf es nicht sein. Und weiter bei Zöllner, Wissenschaft muss aufmerksam darauf achten, einen Missbrauch ihrer Arbeit zu wehren. Sie liefert Fakten und keine Entscheidung. Für politische oder wirtschaftliche Entscheidungen ist eine Werteskala bestimmt, die der Wissenschaft strukturell fremd ist. Und jetzt kurz zu Corona. Was ist dort Wissenschaft? Also Wissenschaft ist ganz klar, dass es das Coronavirus gibt. Wissenschaft ist, dass sich das Virus ausbreitet, nämlich durch Kontakte. Wie genau, wissen wir nicht. Wissenschaft ist auch, dass das Risiko sinkt durch mehr Abstand, durch weniger Kontakte, auch, meine Herren von der AfD, durch Masken. Wie hoch es genau ist, wissen wir noch nicht. Wissenschaft ist auch, dass wir Impfstoffe haben, die zu 95% wirken. Ich werde mich selbstverständlich impfen lassen, wie ich mich immer habe impfen lassen. Das ist Wissenschaft. Und was ist Politik?
Politik ist, Restaurants und Kultur zu, Schulen auf, das ist nämlich eine Priorisierung nach Wichtigkeit, ist auch ÖPNV auf und keine Empfehlung zur Nutzung von Pkw, weil das ein Widerspruch zur Politik ist, oder von Sammeltaxen. Es ist auch, ob wir oder wie wir Hochrisikogruppen schützen oder es eben gerade nicht tun. Das ist Politik und nicht Wissenschaft. Also, Politik muss Maßnahmen diskutieren, und zwar vorab im Parlament. Die Diskussion darf nicht mit dem Verweis auf Wissenschaft begrenzt werden. Wissenschaft entbindet Politik auch nicht von der Pflicht zu entscheiden. Das ist ein Grundfehler unserer Corona-Politik. Und, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, lassen mich noch einmal zum grünen Verhältnis zur Wissenschaft sagen. Also, erstens finde ich interessant, Grüne haben ja die Wissenschaft so als Mittel zum Zweck entdeckt. Auch Herr Eisenhardt hat ja gleich schon die Klimadiskussion reingemacht. Und ich erinnere mich, vor rund einem Jahr Staatsministerin Dorn einen Vortrag Wissenschaft in Zeiten gesellschaftlicher Spannung. Und da hat sie dann groß an der Justus-Liebig-Universität ausgeführt, dass Fridays for Future Wissenschaft ist. Also, liebe Frau Dorn, das ist Politik, das ist reine Politik und nicht Wissenschaft. Das sollte man nur einfach sagen und nicht verwechseln. Und zweitens. Die GRÜNEN, und auch das sollte man Herr Wagner sagen, haben durchaus sehr starke unwissenschaftliche Strömungen. Stark, nein, keine Zwischenfrage. Unwissenschaftliche Strömungen. Nämlich die FAZ hat am 4.12. einen bemerkenswerten Artikel zum Thema Querdenker aus einer wissenschaftlichen Studie von Herrn Nachtwey und anderen Professoren aus Basel dort berichtet. Ich darf daraus zitieren, das steht drin in dem FAZ-Artikel. Es ist eine Bewegung, also Querdenker, die mehr von links kommt, aber stärker nach rechts geht. Sie ist enorm widersprüchlich. Bei der letzten Bundestagswahl, jetzt hören Sie zu, haben 21% der Querdenker die GRÜNEN, 17% die LINKEN gewählt, nur 14% die AfD. Das ist auch zu viel, die 14%, aber sollten Sie wissen. Und vor allem ist das der anthroposophisch-esoterische Teil des grünen Milieus. Menschen also, die der modernen Industriegesellschaft und der Wissenschaftsgläubigkeit kritisch gegenüberstehen, so Nachtwey in der Studie. Bei vielen Querdenkern, die die Gefahren des Virus SARS-CoV-2 leugneten, gäbe es einen ausgesprochenen Hang zur Naturromantik. So vertrauen 41% ihren Gefühlen mehr als Institutionen und Experten. Stark ausgeprägt sei der Wunsch, Schulmedizin und alternative Heilmethoden gleich zu behandeln. Typisch sei auch der Glaube an die Selbstheilungskräfte des Körpers und das Verlangen nach spirituellem Denken. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen. Ich weiß auch nicht, ob die Studie stimmt. Ich bin auch hier kritisch. Aber ich finde, auch die sollten wir zur Kenntnis nehmen in einer solchen Diskussion. Zur Kenntnis nehmen. Und mein Gefühl ist nämlich hier, Wissenschaft und Grüne, das heißt schlicht, das passt dann, wenn es Ihnen in den Kram passt und Ihnen zusammenpasst. Dann passt es. Dann passt es. Da frage ich mich einmal, gilt das eigentlich auch auf Ihren Parteitagen für Globuli? Gilt es dort auch? Wo ist eigentlich die Third Mission für Schulmedizin? Wo ist die Third Mission für Gentechnik? Wo ist die Third Mission für neue Technologien gegenüber der grünen Technologieskepsis oder dem grünen Ich habe einfach nur Angst? Wo ist sie denn, die Third Mission an der Stelle? Wo ist sie? Nein, stattdessen werden grüne Forschungsziele vorgegeben, und was in den Kram passt, das nimmt man. Wir als Freie Demokraten haben da eine völlig andere Vorstellung. Unsere Vorstellung von Wissenschaftsfreiheit, das ist die Freiheit, Fragen zu stellen, die die Politik nicht untersucht haben möchte, die sie nicht untersucht haben möchte. Und da frage ich mich, sehen Sie das bei einer Zivilklausel genauso, die Sie immer fördern, wo Sie verengen wollen? Und es ist die Freiheit, auch Ergebnisse zu erzielen, die den politischen Entscheidern nicht gelegen kommen oder nicht nach Fördermitteln kürzen. Das genau. Und eine faktenbasierte Politik, natürlich wollen wir eine Politik, die auf Fakten basiert. Das versuchen wir ständig. Aber eine falsch verstandene, faktenbasierte Politik, die diskreditiert Kritik und die hat die Tendenz, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und, meine Damen und Herren, Corona zeigt auch hier wieder, wie in einem Brennglas deutlich, dass wir den Diskurs
um Fakten und ihre Nutzung, dass wir den Diskurs um Wissenschafts- und Meinungsfreiheit dringend führen müssen. Und wissen Sie, wo wir den führen müssen? Den müssen wir hier im politischen Raum, den müssen wir im Parlament führen. Den dürfen wir nicht in Hinterzimmern führen, an Stellen, die überhaupt gar nicht legitimiert sind. Den dürfen wir auch nicht in der Wissenschaft führen. Die Wissenschaft liefert Studien und Ergebnisse, und führen müssen wir sie hier. Und das tun wir viel zu selten. Und deswegen, meine Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich den grünen Umgang mit Fakten, mit einer Abwandlung eines Zitats von Hermann Josef Abs. Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, Sie benutzen Fakten wie ein Betrunkener die Laterne. Wie ein Betrunkener die Laterne. Sie suchen Halt, aber nicht Erleuchtung. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Ich finde das gut. Ich fand nicht nur die Rede des Kollegen Büger gerade gut. Ich finde es auch gut, dass jetzt endlich, Corona sei Dank, sogar CDU und Grüninnen zu einer faktenbasierenden Politik finden wollen. Das finde ich gut. Aber die brauchen wir nicht nur in Zeiten von Corona. Die brauchen wir immer, immer und bei jedem Thema. Einzig, mir fehlt der Glaube, dass sie das auch tatsächlich umsetzen werden. Denn Minister Al-Wazir und andere haben ja bereits die letzten Umfragewerte referiert. Und da können sich ja sowohl CDU als auch die Grünen vor Wählerzustimmung kaum retten. Also, warum sollten sie etwas ändern? Die einzige Chance für unser Land, die Grünen noch von der Regierungsbeteiligung in Berlin fernzuhalten, ist offenbar, dass die CDU die absolute Mehrheit erringt. Und man weiß ja gar nicht, was gruseliger ist. Aber, meine Damen und Herren, was soll das hier? Sie wissen doch ganz genau, dass Sie mit Ihren Forderungen offene Türen einrennen. Niemand wehrt sich gegen faktenbasierte Politik. Dennoch werden wir natürlich Ihren Antrag ablehnen, denn er ist ein PR-Stunt und nicht einmal ein guter. Frau Eisenhardt, Sie haben ja gerade hier eine Live-Demo an kognitiver Dissonanz bei der Arbeit abgeliefert. Sie kritisieren die machtpolitische Instrumentalisierung des Virus und machen dann genau das, indem Sie alle Kritiker der Corona-Maßnahmen pauschal als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und auch noch Rechtsextreme diffamieren. Das ist unredlich, das ist eine Hexenjagd. Postfaktisch, nicht ganz zufällig, wurde im Jahr 2016, im Jahr, als frevelhafterweise die Amerikaner Donald Trump gewählt haben und die Briten es wagten, für den Brexit zu stimmen, zufälligerweise in diesem Jahr wurde das Wort postfaktisch zum Wort des Jahres. Fake News, postfaktische Argumente und natürlich erst recht Hass und Hetze finden natürlich immer nur beim Gegner statt. Die eigenen Parteien, Fraktionen, was auch immer, haben natürlich immer nur das wahre, Gute und Schöne im Sinn. Und wenn jetzt ausgerechnet CDU und Grüninnen diese postfaktische Politik kritisieren, dann ist das haltet den Dieb in XXL. Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist ein Lehrstück. Er steht pars pro toto für eine Geisteshaltung, die sich vor allen Dingen durch völligen Verlust objektiver Maßstäbe und vor allen Dingen auch die Kritikfähigkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion auszeichnet. Er atmet mir genau den Hochmut, auf den immer der Fall folgt. Wir wissen nur noch nicht wann. Was macht nun diese Geisteshaltung aus? Einige Eckpunkte. Demokratie ist nur gut, wenn und solange das Richtige gewählt wird. Und wenn das einmal nicht passiert, dann konstruieren Sie eine Gefährdung der Demokratie, eine Gefährdung des Parlamentarismus. Und das ist grundfalsch. Toleranz gilt immer nur für die eigene Gesinnung. Und Vielfalt ist, wenn alle einer Meinung sind, und das ist dann natürlich die eigene Meinung. Und aus
diesem, ja, mit Vielfalt kennen Sie sich natürlich aus, nur nicht bei politischen Meinungen. Das können Sie nämlich gar nicht ertragen. Und genau diese Hybris, die speist solche Dinge wie Cancel Culture. Wir haben doch nur wirklich hinreichende Beispiele hier schon geliefert, was sich gerade an deutschen Universitäten, die ehemals ja die Orte geistiger Freiheit waren, was sich dort abspielt. Ja, dass diese Cancel Culture ist ein Angriff auf alles, was mit Freiheit oder das Recht mit Wissenschaftsfreiheit zu tun hat, davor die Augen zu verschließen, ist grob fahrlässig und somit schuldhaft. Man könnte jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, wo das herkommt. Kognitive Dissonanz bei der Arbeit haben wir gerade gesehen. Aber an einer Stelle möchte ich Ihnen ausdrücklich zustimmen. Und das ist der allererste Satz Ihres Antrages. Ich zitiere: Die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft sind Grundpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens und einer fortschrittlichen Gesellschaft. Aber bereits hier beginnt doch der Etikettenschwindel. Es geht Ihnen weder um Freiheit der Meinung noch der Wissenschaft. Und das, obwohl Sie im zweiten Absatz Ihres Antrages selbst schreiben, dass Wissenschaft immer offen sein muss, dass Theorien und Annahmen falsch sein können und dass sie fortlaufend einer kritischen Überprüfung unterzogen werden müssen. Aber genau das wollen Sie nicht. Und deswegen wird auch in diesem Antrag eine Radikalisierung der Protestbewegung herbeifantasiert, um genau all das zu konterkarieren, was Sie vorher selbst geschrieben haben. Wie kann es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein, wenn man sein Versammlungs- und Demonstrationsrecht friedlich wahrnimmt und sich versammelt, um genau die grundgesetzlich verbürgten Bürgerrechte einzufordern und zu bewahren? Und dass ich damit recht habe, das wissen Sie ganz genau. Ganz genau wissen Sie das, und genau deswegen gibt es auch solche peinlichen Propaganda-Inszenierungen wie beispielsweise den Sturm auf den Reichstag. Und es gibt Propaganda-Inszenierungen wie den völlig überzogenen Polizei- und Wasserwerfereinsatz gegen friedliche Demonstranten am 18. November vor dem Berliner Eis. Das muss einmal so deutlich gesagt werden. Aber das politisch-mediale Establishment brauchte diese Bilder. Sie brauchten die Bilder zur Kriminalisierung dieser Bürgerproteste und zur Delegitimierung abweichender, aber sehr wohl wissenschaftlich fundierter Meinung. Meine Damen und Herren, es geht Ihnen gerade nicht um die faktenbasierte Debatte. Denn Fakten und Argumente können richtig oder falsch sein. Richtig oder falsch wollen Sie aber gar nicht. Sie wollen Gut gegen Böse. Und Sie wollen das Gute für sich monopolisieren. Und dieses wiederkehrende Muster haben wir immer wieder. Der rationale Diskurs wird mit moralischem Getöse übertönt, damit Sie Ihre Politik durchsetzen können. Ich möchte es noch ein wenig zuspitzen. Sie wollen die Rationalität in Moralin ersäufen. Wie könnte denn überhaupt ein Gegenentwurf zu faktenbasierter Politik aussehen? Er wäre ganz sicher von Ideologie geprägt. Es würden Tabus errichtet und Dogmen hochgehalten, an denen ja nicht gerüttelt werden darf. Und was dominiert heute? Dominiert denn der offene Diskurs, der Wettstreit der Argumente? Oder gibt es nicht vielmehr Gesslerhüte und politisch korrekte Monstranzen in Serie, denen öffentlich gehuldigt werden muss? Wenn nach verschiedenen Umfragen teilweise sogar eine Mehrheit der Deutschen das Gefühl hat, die eigene Meinung nicht mehr frei äußern zu können, dann kennen wir doch die Antwort auf diese Frage. Und die Mehrheit der Deutschen sind ja noch keine AfD-Anhänger, aber sie arbeiten daran. Und zu diesem Gegenentwurf gehört auch, mit einem 2 Tonnen schweren Elektrosuff zum Discounter zu fahren, um Bio-Lebensmittel aus China zu kaufen. Meine Damen und Herren, diese Scheinheiligkeit, die können sich allerdings nur die besser Subventionierten leisten. Insofern ist es typisch grüner Wohlfühlpopulismus. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich diesen Begriff mir gerade von der SPD ausleihe, aber auch ein rotes Huhn findet mal ein Korn. Meine Damen und Herren, diese Massenidiotie bleibt auf jeden Fall eine Idiotie, ganz egal, wie groß die Masse ist. Und wir wenden uns ganz entschieden gegen alle diese Einschränkungen der Freiheit. Sie sind immer und überall
ein Zeichen von Schwäche und ein Zeichen von Angst. Angst vor dem besseren Argument, Angst vor dem freien Bürger, der sich nicht entmündigen und am Nasenring durch die Manege ziehen lassen will. Was sollte der Bürger nun in dieser Lage machen? Entscheidend ist, er muss sich informieren. Er muss sich im Internet informieren. Das Problem ist, dort sind viele Informationen überschaubar, sinnvoll und gut aufbereitet. Er muss also sehr viel Hintergrundwissen haben, um diese Informationen in einen vernünftigen Kontext setzen zu können. Das Problem ist, das muss er auch, wenn er abends die Tagesschau oder das Heute-Journal anmacht. Er muss sich immer selbst informieren. Und, was ich auch an dieser Stelle gerne empfehlen möchte, ein Blick in die Heilige Schrift. Man kann Matthäus 7, Vers 15 gar nicht oft genug zitieren. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und weil die Bürger das erkennen können, haben wir Vertrauen zu den Bürgern, mehr als zu ihnen. Und deswegen haben wir auch Zuversicht, dass die Wahlen im nächsten Jahr uns vielleicht doch vor dem Schlimmsten bewahren. Und die wissen, die Menschen reagieren in der Wahlkabine anders. Vielleicht kommt es wieder so wie 2017, dass den Grünen der angemessene Platz zugewiesen wird, nämlich als kleinste Fraktion im Bundestag. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abg. Lichert. Als nächstes hat die Abg. Dr. Daniela Sommer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist meine wertvolle Zeit es gar nicht wert, überhaupt darauf einzugehen. Trotzdem möchte ich am Anfang sagen, wer Fakten und Maßnahmen missinterpretiert oder missbraucht, das haben wir heute Morgen mehrfach von der rechten Seite aktuell mitbekommen. SARS-CoV-2 breitet sich aus. Wissenschaftler arbeiten weltweit an Hochdruck daran, ein Gegenmittel, Medikamente, Impfstoffe zu entwickeln, sowie die Struktur und das Verhalten des Virus zu entschlüsseln. Dies kann entscheidend dafür sein, die Pandemie zu stoppen oder wenigstens zu bremsen. Corona kann einen überall treffen und nicht etwa nur, wenn eine bereits infizierte Person neben uns niest oder hustet. Den Erkenntnissen zufolge können sich komplette Lebendviren aus dem Corona-Stamm an Schwebeteilchen anheften. Forscher aus den USA, aber auch Gerhard Scheuch aus Hessen, der in Hessen, in Deutschland und in den USA forscht, haben als erste mit dem weltweit verbreitenden Trugschluss aufgeräumt, SARS-CoV-2 sei tatsächlich oder gar ausschließlich über Tröpfcheninfektion übertragbar. Am Montag haben die europäischen Aerosolforscher ein Papier herausgebracht, um mit wissenschaftlicher Expertise beizutragen und das ein oder andere zu Aerosolen und Aerosolforschung richtigzustellen. Lassen Sie mich deswegen anmerken, in Ihrem Antrag geht es mehr um Medizin, weniger um Wissenschaft. Man sollte Medizin nicht mit Wissenschaft gleichsetzen. Medizin sind per se also nicht automatisch Wissenschaftler, können es aber sein. Sie sind dafür ausgebildet, also Mediziner zu behandeln, zu diagnostizieren, zu therapieren. Sie sind aber meistens oft nicht ausgebildet, um Wissenschaft zu betreiben. Und deswegen erneuere ich heute mein Petitum aus dem Ausschuss. Binden Sie alle Forscher ein, unter anderem, ich habe sie ja gerade genannt, die Aerosolforscher. Zur Aufklärung der Übertragungswege ist eine verstärkte Kooperation der verschiedenen Disziplinen notwendig. Und es ist wichtig, und natürlich ist es wichtig und notwendig, den Unis für die Erforschung des Virus Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber vergessen Sie eben die anderen Bereiche nicht. In Ihrem Antrag heißt es, die aktuelle Corona-Pandemie verdeutlicht mehr und mehr denn je, von welcher elementaren Bedeutung wissenschaftliche Forschung und Innovation sind. Nicht nur bei der Entwicklung von
Impfstoffen, auch von Medikamenten. Da haben Sie recht. Wir brauchen Forschung und Innovation. Und nicht nur bei den Impfstoffen, sondern auch bei Ansteckungswegen, bei Wirkraten, Antikörperforschung, bei Analyse- und Testmöglichkeiten, bei den Handlungsmethoden und bei Medikamenten. Keine anderen Erkenntnisse, vor allen Dingen Produkte, werden eine solche Weltmarktdurchdringung haben wie die ersten Impfstoffe oder Medikamente. Das sehen wir bei BioNTech dieser Tage. Und von Impfstoffen und Medikamenten können alle Menschen auch in Hessen profitieren. Deswegen ist es mir ein Rätsel, warum die Landesregierung das hessische Unternehmen Biotest nicht unterstützen will, obwohl sie ein Medikament entwickelt haben, das Covid-erkrankten Menschen helfen und Leben retten kann. Die zweite Phase soll jetzt beginnen. Hier hätte das Unternehmen gerne mit Hessen zusammengearbeitet. Aber die Türen vom Finanzminister, vom Wirtschaftsminister sowie vom Sozialminister waren geschlossen. Kein Landesinteresse, so die Rückmeldung. Das müssen Sie schon einmal erklären, warum Hessen ein hier ansässiges Unternehmen nicht unterstützen will, das hier die dritte Phase umsetzen will, damit an unseren Unikliniken in Hessen Menschen auf Intensivstationen nicht beatmet werden müssen und überleben können. In anderen Ländern wie in Nordrhein-Westfalen funktioniert die Förderung. Die 12 Milliarden Sondervermögen seien bereits komplett verplant, sagte man dem Unternehmen. Da gibt es ein Medikament, das verspricht, wirksam zu sein, und dann ist kein Geld da. Für mich zeugt das, so wie bei der nicht intelligenten Teststrategie, nicht durchdachten Präventionskonzepten für Inkonsistenz. Inkonsistente Konzepte, meine Damen und Herren, und Fehler verschwinden nicht dadurch, dass man sie nicht in den Blick nimmt. Gerade bezüglich eines solchen Medikamentes, das die Beatmung verhindern kann, und einem derzeitigen deutlichen Anstieg der Covid-Patienten auf Intensivstationen, vor allen Dingen auch mit Beatmung, und einer Abnahme der freien Intensivkapazitäten, bin ich sehr auf Ihre Antwort gespannt, warum Sie einer solchen Innovation den Rücken kehren. Und ich möchte Sie doch darum bitten, hier schleunigst umzudenken. Last but not least möchte ich etwas zur Wissenschaftskommunikation sagen. In einer informierten Gesellschaft geht nichts ohne Zahlen, das ist klar. In erster Linie fehlen aber energisch vorangetriebene Kohorten- und Clusterstudien, die Daten zur Prävalenz von SARS-CoV-2, also zentrale Aussagen zur Häufigkeit, zu Infektionswegen, zu Symptomatik der Risikogruppen aussagen könnten. Das müsste verfügbar machen. Denn jede Maßnahme zur Kontrolle einer Pandemie und jede Präventionsmaßnahme bedarf verlässliche Zahlen zur Information und zur Steuerung. Dabei möchte ich Sie auch an die Hospitalisierungsdaten erinnern. Die haben Sie vom Bulletin gestrichen. Dabei beschreibt diese Zahl genau die Belastung unseres Gesundheitssystems und kann erklären, warum es so wichtig ist, die Maßnahmen einzuhalten, nämlich damit die Krankenhäuser und insbesondere Intensivstationen nicht voll oder überlaufen. Sie beschreiben in Ihrem Antrag, dass die Grundlagen von Wissenschaft sowie konkrete wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlichkeitswirksam und verständlich sein müssen. Aber dann tun Sie das doch auch. Die Fragen, die Nancy Faeser am Dienstag mit Warum aufgeworfen hat, haben Sie bislang nicht beantwortet. Das Warum ist aber das, was die Bürger antreibt oder umtreibt, meine Damen und Herren. Und Sprache und Kommunikation sind in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung verantwortungsvoll benutzbare Instrumente zur Steuerung von Verhalten und gesellschaftlichen Prozessen. Deswegen ist es so dringend notwendig, dass alle Verantwortungsträger sich dessen bewusst sind und Verantwortung übernehmen. Kommunikation braucht einen Interpretationsrahmen, damit Fakten und Maßnahmen nicht missinterpretiert oder missbraucht werden. Eine verantwortungsvolle Kommunikation stellt daher die Sensibilität der Bevölkerung her und erklärt das Warum und das Wie. Es braucht eine erklärende, umsichtige und abwägende Einordnung. Das ermöglicht Bürgern, nachzuvollziehen und es dann auch zu vertreten. Und es gibt Protestbewegung und Radikalisierung. Die lehnen wir entschieden ab.
da muss man sich auch einmal die Zusammensetzung dieser Protestbewegung anschauen. Und da können Sie nicht sagen, das wären nicht auch Rechtsextreme. Viele Rechtsextremisten nutzen diese, um Corona zu verharmlosen oder zu verleugnen. Das widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und vor allen Dingen der Erfahrung im Gesundheitswesen. Das ist einfach kein verantwortlicher Umgang mit der derzeitigen Situation, sehr geehrte Herren von der AfD. Und vielleicht haben Sie gestern. Moment, ein bisschen mehr Ruhe und die Zwischenrufe von links nach rechts ein bisschen leiser und die Maske immer schön aufziehen. Frau Sommer, Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Vielleicht haben Sie FAZ gelesen von dem Herrn Österreich. Nach seiner Corona-Infektion lag er acht Wochen lang im Koma. Nach dem Aufwachen musste er wieder laufen lernen. Was Querdenker behaupten, macht ihn fassungslos. Er sagt, es sei ein Schlag ins Gesicht für Betroffene, Angehörige, Pflegekräfte, Ärzte, für alle, die sich um Covid-Patienten kümmern. So kommt ihr Querdenken in der Bevölkerung an. Aussagen, die Corona leugnen, sind hochgefährlich. Die verbreiten sich genauso viral wie der Erreger. Sie sorgen bei Patienten für Ratlosigkeit, für Entsetzen bei Wissenschaftlern, Medizinern und bei allen, die die Tragweite verstanden haben. Daher, meine Damen und Herren, braucht es eine klare, transparente Kommunikationsstrategie. Da hat das Land Hessen noch Luft nach oben. In der Regierungserklärung wurde uns mitgeteilt, man würde darauf setzen, die Hessen bleiben besonnen, weil die Maßnahmen erforderlich sind. Und noch einmal, Sie erklären nie das Warum. Und das Warum ist so wichtig, um verstehen zu können, warum man besonnen und vernünftig handeln soll. Insgesamt geht es darum, besser zu kommunizieren. Schulz von Thun sagt Ihnen ja sicherlich was, Sender und Empfänger. Es reicht nämlich nicht aus, nur Verordnungen zu verschriftlichen, Maßnahmen zu Verordnungen. Sie müssen erklärt, runtergebrochen werden und Ihre Sinnhaftigkeit muss begründet werden. Das tun Sie bislang kaum oder gar nicht. Wir stehen auch für eine Wissenschaft und Forschung in Freiheit, auch in Zeiten der Pandemie. In vielen Staaten ist die Freiheit von Wissenschaft massiv eingeschränkt oder bedroht. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch, dass Wissenschaft nicht missbraucht wird, sondern dass alle verantwortlich damit umgehen und Wissenschaft einer Sachpolitik und nicht missbräuchlich, missinterpretiert und unständig im Frau Dr. Sommer, die Wünsche müssten jetzt ein Ende ja, haben. Ja, und nicht unanständig im Populismus einiger Eingang finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Herrn Banzer, weil er trotz heftigster Debatten nicht aufwacht. Könnte man mal nach ihm gucken? Alles gut, alles klar, gut. Dann hat der Abgeordnete Andreas Hofmeister von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, dieses zu Ende gehende Jahr 2020 führt uns eindrücklich vor Augen, welche hohe Bedeutung Wissenschaft und Forschung für unser gesellschaftliches Zusammenleben haben. Und die Corona-Pandemie fordert nun einmal uns alle in allen gesellschaftlichen Bereichen enorm, und die kritische Lage begleitet uns absehbar noch weiter. Aber dank der Leistung von Wissenschaft und Forschung sind mehrere Impfstoffe so gut wie einsatzbereit und geben uns damit auch ein Stück weit das Zeichen der Hoffnung, passend zum Advent, aber auch darüber hinaus, dass wir bald aus dieser bedrohlichen Lage hinauskommen. Und ich sage eines gleich zu Beginn. Impfungen sind per se ein Segen für die Menschheit. Wenn man sich mal die letzten 100 Jahre betrachtet, wie viele gefährliche Viren und Krankheiten dadurch ihre Gefährlichkeit und ihren Schrecken verloren haben, dann muss man das erst einmal feststellen, dass wir hier Wissenschaft und Forschung über viele Jahrzehnte verlässlich an der Seite hatten als Gesellschaft und auch jetzt wieder an der Seite haben. Da können wir uns darüber freuen und müssen auch dankbar sein. Und ja, es ist bemerkenswert, in welcher Geschwindigkeit in diesem Fall nun bei dieser bedrohlichen Corona-Pandemie ein Impfstoff entwickelt wurde.
Und da muss man auch wiederum den Forscherinnen und Forschern dankbar sein, dass sie mit einer unglaublichen Energie daran gearbeitet haben, dieses gefährliche Virus in den Griff zu kriegen. Und das wird dann auch gelingen. Und natürlich gibt es Risiken bei Impfungen. Das leugnet auch niemand. Das hat auch nie jemand geleugnet. Das ist in den Plänen entsprechend ja auch berücksichtigt. Aber, meine Damen und Herren, das, was wir bei der vorherigen Debatte erlebt haben, so macht man es eben von der ganz rechten Seite. Der Vortrag des Abgeordneten dieser sogenannten Alternative hat ja gerade auch wieder gezeigt, in welchen Gedankenwelten man sich dort bewegt. Und wenn man die erschreckenden Szenen vor dem Reichstag so einordnet, wie Sie das gemacht haben, dann entlarven Sie sich selbst. Aber ja, spätestens seit März dieses Jahres ist ein Gefühl der Unsicherheit stetiger Begleiter für unser Land, für Europa und weite Teile der Welt insgesamt. Die Auswirkungen eines von uns aus betrachtet weit entfernt entstandenen Virus übersteigen wohl das, was man sich bei der theoretischen Frage nach den Auswirkungen einer Pandemie so vorstellen konnte. In einer Zeit großer Unsicherheit, von komplexen Herausforderungen sind wir Menschen natürlich auf der Suche nach Antworten, nach Orientierung. Und hier hilft uns die Wissenschaft, helfen uns Erkenntnisse von Forschungsinstituten und fachlich fundierte Untersuchungen. Und dabei ist es entscheidend, natürlich, dass die Wissenschaft frei und stetig mit dem Willen nach weiterem Erkenntnisgewinn Themen und 2020 eben sehr intensiv das Covid-19-Virus erforscht. Und dieses stetige Bearbeiten von Themen macht im Übrigen auch Wissenschaft und Forschung aus. Je komplexer und auch dynamischer Fragestellungen sind, desto wahrscheinlicher ist es nun mal, dass die Forschung durch neue Erkenntnisse auch zu anderen Einschätzungen als etwa zu Beginn eines Forschungsvorhabens kommt, weshalb dann wiederum Politik in Verantwortung ist, dort entsprechende Maßnahmen herauszuziehen. Und ja, die Wissenschaft lebt vom kritischen Diskurs, nämlich innerhalb ihres Wissenschaftssystems, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich. Deshalb ist das Hinterfragen vollkommen in Ordnung. Nur, Herr Dr. Büger, ich weiß nicht, ob der Begriff Skepsis, den Sie gewählt haben, an der Stelle wirklich angemessen ist, aber das mag jetzt an der Stelle ein Stück weit Wortklauberei sein. Diskurs, vollkommen in Ordnung, auch kritischer Diskurs, aber das ist mir bei Ihnen gerade ein wenig aufgestoßen. Ja, und wenn in diesen aufgeregten Zeiten auch innerhalb der Wissenschaftsszene die Debatten zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern teilweise etwas robuster vonstatten gehen, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Aber grundsätzlich möchte ich hier wirklich eine Lanze brechen für diejenigen, die hier mit hoher Energie und großer Energie daran arbeiten, dass wir hier eine Antwort auf das Virus finden. Ich glaube auch, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im System unser Grundvertrauen verdient haben, von uns als Politik, von uns als Gesellschaft. Und deshalb ist es sehr bedauerlich und besorgniserregend, dass Kräfte in diesem Land und leider auch in diesem Parlament immer wieder provozieren und provozieren damit mit ihren Vorträgen auch Wissenschaftsfeindlichkeit. Teilweise ist es einfach nur widerwärtig. Wir sind angewiesen als Politik, als Verwaltung auf die Erkenntnis und die stetige Beratung von Seiten der Forschung. Und es braucht dann in einer solchen Pandemielage gerade einen Abwägungsprozess, um auf Grundlage faktenbasierter Erkenntnisse zu konkreten Maßnahmen, Einschränkungen oder auch Lockerungen zu kommen. Das ist dann die Verantwortung der Politik und natürlich auch die Debatte darüber. Die Abläufe einer Pandemie, die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen, der Umgang mit Theorien und Annahmen ist eine inhaltliche Herausforderung für alle von uns. Ich glaube, das hätten wir uns alles im Advent 2019 so nicht träumen lassen. Und genauso wie die Politik auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Debatten darüber führen muss, ob Maßnahmen angemessen, zu weitgehend oder auch zu wenig einschneidend sind, so ist es zu akzeptieren und in unserer freiheitlichen Demokratie zudem besonders geschützt, wenn Bürgerinnen und Bürger aus Sorge um die persönlichen Lebensumstände Maßnahmen kritisch hinterfragen. Aber wenn es dann zu abartigen Vergleichen, etwa mit den Schicksalen von Sophie Scholl und Anne Frank kommt, dann macht es einen nur noch fassungslos. Und wenn es dann noch weitergeht, dass, ich sage in Anführungsstrichen, dank des Netzes Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übelsten Drohungen ausgesetzt sind, bis hin zu Todesdrohungen, weil sie ihre Erkenntnisse eben mitteilen, mit denen Politik dann wiederum umgehen muss, dann ist das unerträglich. Und es zeugt davon, dass hier Kräfte in diesem Land am Werk sind, die eben nicht das Interesse der guten Zukunft dieses Landes im Sinn haben, sondern nur das,
nämlich dieses Land zu verunsichern, zu spalten. Und da haben wir leider hier auch Beispiele im Parlament. Die Sehnsucht nach einfachen Antworten macht die Menschen mitunter empfänglich für Verschwörungsmythen. Wie oft hört man bei Debatten oder liest in Schriftwechseln als Quellenangabe, habe ich im Internet gelesen. Sich frei und unabhängig informieren zu können und dabei verschiedenste Möglichkeiten zu nutzen, ist ein Privileg eines freiheitlichen demokratischen Landes. Da steht überhaupt keine Debatte. Aber das Hinterfragen von Quellen und deren Qualität darf dabei nicht in Vergessenheit geraten. Und genauso sollte man sich bewusst sein, mit wem man sich bei Demonstrationen und Aktionen in diesem Jahr so gemein macht. Dank der sogenannten sozialen Netzwerke haben es interessierte Kreise relativ einfach, vermeintliche Fakten in die Welt zu setzen. Dank der Algorithmen auf den entsprechenden Plattformen verstärken sich Eindrücke stetig weiter. Und damit sind Desinformationskampagnen ist damit eine gute Grundlage gelegt. Denn sie haben ja auch häufig die gleiche Mixtur. Einige korrekte Aussagen, die aber im jeweiligen Kontext nicht unbedingt relevant sind oder nicht entscheidend, werden mit Falschaussagen zusammengeführt und ergeben am Ende vermeintliche Fakten. Wider besseren Wissens werden damit Menschen verunsichert und es wird Misstrauen geschürt. Und das ist das Gegenteil von verantwortlicher Politik, meine Damen und Herren. Der Politik, uns hier im Parlament, den Regierungen kommt hier sicher die Verantwortung zu, getroffene Maßnahmen auf Grundlage der faktenbasierten Erkenntnisse zu erklären, zu hinterfragen, zu diskutieren. Und die Wissenschaft hilft hier dauerhaft, zumindest bei denjenigen, die trotz verständlicher Sorgen nach wie vor zugänglich für Argumente und bereit zur Aufnahme von Fakten sind. Und die Angebote von Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Virologie, der Epidemiologie und der Medizin sind mittlerweile, und hier ist das Internet wiederum hilfreich, sehr zahlreich, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu erklären und dabei zu versuchen, emotionale Debatten zu versachlichen und damit auch eben Erklärungen weiter zu liefern. Und wir können hier in Hessen sehr dankbar sein, dass wir hier hervorragende Institute haben und hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich hier dauerhaft einbringen. Wir haben mit dem Pandemienetzwerk Hessischer Universitätsmedizin einen wirklich großen Tanker an der Stelle letztendlich auf den Weg gebracht, wo schon zahlreiche Beiträge zur Bekämpfung des Virus geleistet wurden und auch weiterhin danach daran hart gearbeitet wird. Und ja, wir befinden uns in mehr als bewegten Zeiten. Und die Herausforderungen sind komplex. Es gibt nicht die Blaupause in einer solch mobilen Welt wie der unseren. Wir befinden uns im gesamten Land, in weiten Teilen Europas und in zahlreichen Ländern der Welt in einer sehr schwierigen Phase. Aber wenn ich mir allein unser Land betrachte, mit den Möglichkeiten, die sich uns bieten, mit den Fähigkeiten, den Stärken, die wir auf der Seite der Medizin haben, auf den Seiten der Verwaltung, in die volkswirtschaftliche Stärke an sich, dann sollte es uns, wenn wir dieses Land zusammenhalten, doch gelingen, aus dieser schwierigen Zeit herauszukommen. Schrille, unreflektierte Beiträge, sei es analog bei Demonstrationen, sei es digital im Netz, helfen aber sicherlich nicht weiter. Diese spalten nur und sorgen nicht für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich danke abschließend der Wissenschaft, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Forscherinnen und Forschern für die großartige Leistung in diesem Jahr. Und wir können hier uns weiterhin auf Sie verlassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmeister.